Ja, ich denke, dass es auf jeden Fall ein, insgesamt, glaube ich, ein ganz gutes Spiel war, für die Zuschauer gut anzusehen und ging hin und her. In der ersten Halbzeit haben wir vielleicht so ein paar kleine Vorteile gehabt und haben natürlich den Elfmeter nicht verwandelt. Das wäre natürlich in der Situation nicht so schlecht gewesen, aber dann ist in der zweiten Halbzeit hat Münster mehr vom Spiel gehabt. Wir haben zu wenig Ballbesitzzeiten gehabt, dass wir, sage ich mal, so die Münsteraner dann so ein Stück weit in ihr Spiel kommen gelassen haben. Wir haben es in der Halbzeit umgestellt auf 4-1-4-1, also nicht mehr auf zwei Spitzen, weil sonst hätten wir es läuferisch wahrscheinlich nicht geschafft. Dadurch war klar, dass die Innenverteidiger ein bisschen mehr Freiheiten hatten und Münster das Spiel auch etwas kontrollieren konnte. Natürlich war die Situation dann relativ grausam für uns, dann in der 86. oder 87. Minute dann das Gegentor zu bekommen, was wo wir auch einfach körperlich unterlegen waren. Irgendwie sah es insgesamt ein bisschen dumm aus für uns, das Tor, wo man sich natürlich sehr darüber ärgert. Wir haben aber es dann noch geschafft, mit Biegen und Brechen so ein Tor dann reinzuschummeln, wo wir dann die letzten Sekunden des Spiels einfach noch so einen Druck durch hohe Bälle und so weiter ausgeübt haben, dass es dann noch zum Gegentor gereicht hat. Dass das dann in der Situation glücklich ist, ist klar. Aber unterm Strich glaube ich, dass es ein Ergebnis war, was, glaube ich, dem Spiel entsprochen hat. Und insofern bin ich natürlich froh, und dass wir das Spiel so jetzt noch gestalten konnten. Benno hat gerade schon gesagt, vielleicht sind wir jetzt beide nicht ganz glücklich, aber auch zumindest nicht unglücklich. Danke. Ja, schönen Dank, Peter. Ich denke, dass ich doch noch etwas unglücklicher bin als du. Ja, im Grunde ist die Analyse absolut korrekt. Ich hatte auch den Eindruck, dass es ein sehr intensives Spiel war in der ersten Halbzeit, dass Aalen schon die etwas sichere, spielsichere Mannschaft war, auch die eine oder andere Situation der Aalen noch besser war als unsere. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit es geschafft, besser von hinten über die Verteidiger auch unser Aufbauspiel zu machen, ins Mittelfeld zu bringen und auch die eine oder andere Situation dann zum Tor gefährlich gestalten können. Da waren einige Chancen da. Wir machen dann endlich das 1:0 in der 86. oder 87. Minute und haben dann aufgehört. Wir selber haben auch, ich meine, Aalen hat auch versucht, mit langen Bällen da zu agieren. Wir haben es eigentlich auch nicht optimal gemacht, aber wir im Ballbesitz haben auch nur die Bälle noch weggehauen und keinen Fußball mehr gespielt. Nicht die etwas bessere Laufqualität, die wir meiner Meinung nach in den letzten 10, 15 Minuten eigentlich hatten, vorher ausgespielt, sondern den Aalen einfach zu einfach die Bälle wieder gegeben. Und dann kann es halt passieren, dass ein langer Ball unglücklich nochmal, für uns unglücklich nochmal verlängert wird und dann plötzlich jemand zum Abschluss kommt. Das ist schade für die Jungs, weil ich denke, sie haben heute schon vom Kämpferischen, vom Teamverhalten her anschließen können an die letzte Partie, die in Paderborn gelaufen ist. Und wir hätten sie gerne und ich hätte sie gerne auch mit dem Sieg gekrönt. Die Mannschaft hätte sie irgendwo auch verdient gehabt, aber so haben wir uns den noch aufgespart und müssen halt beim nächsten Mal das umsetzen. Schönen Dank.